Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Hallo, danke. Bisher haben Ihre Leser größtenteils, ins 18. Jahrhundert entführt. Mhm. Jetzt im Krieg der Sänger sogar bis ins Mittelalter. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt auf dieses dunkle Zeitalter gekommen sind? Also zum einen ist natürlich das Mittelalter wahrscheinlich die Königsklasse des historischen Romans. Auch da wollte ich mich mal rantrauen, wollte natürlich auch die Fleischtöpfe abgrasen, die das Mittelalter so abgrast. Zum anderen bin ich einfach durch die Goethe-Schiller-Recherche damals auf die Wartburg gestoßen und habe mich regelrecht in sie verliebt und fand diesen Sängerkrieg schon immer ein ganz spannendes Sujet und wollte das mal verarbeiten, diesen mittelalterlichen Rap-Battle, wenn man so will. Haben Sie so nach Ihren Romanen, die Sie bisher geschrieben haben, vielleicht das 18. Jahrhundert auch schon ein bisschen leer geschrieben? Nein, auf keinen Fall. Da würde ich auch gerne eines Tages weitermachen. Ich glaube, im Herzen bin ich dann doch Romantiker und nicht Staufer, wenn man so will. Sie schreiben eigentlich in Ihren Romanen immer von so historischen Stoffen. Wie nähern Sie sich denn an solche Stoffe heran, die ja doch sehr weit weg liegen inhaltlich? Ja, natürlich, wie es die meisten wahrscheinlich auch tun, durch die Recherche, also eine eingehende Recherche, wobei die große Kunst eben ist, sich dann von der Recherche wiederum nicht eine gute Geschichte verderben zu lassen. Also sich dann auch rechtzeitig von der Recherche zu lösen und eine Story zu spinnen, die quasi packend und dramaturgisch fesselt ist. Die Frage ist ja, wie recherchiert man heute? Ja? Also Wikipedia oder immer noch der dunkle Keller, in dem Sie staubige Bücher mit Lesereinband studieren? Also jeder Autor, der sagt, er würde nicht Wikipedia mehrmals täglich benutzen, der lügt. Wikipedia ist natürlich ganz, ganz großartig für den Einstieg oder für so Kleinigkeiten, gab es damals schon das und das. Aber gerade bei diesen Dingen musste ich schon tatsächlich noch viel in die Staatsbibliothek in Berlin und mir da die alten Folianten und sowas, die germanistischen Arbeiten aus dem 19. Jahrhundert darüber zu Gemüte führen. Wir haben es gerade schon gehört im kleinen Einspieltext. Es geht um Walter von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Heinrich von Ofterding, alles Namen, die eigentlich nur Germanisten kennen oder Leute, die im Deutschleistungskurs wirklich gut aufgepasst haben. Na, Walter von der Vogelweide? Den Namen kennt man, genau, den Namen kennt man. Achso, den Namen, ja. Die Leute, die dahinter stecken, sind dann doch schwierig. In kurzen Worten, was waren das für Leute? Ja, es ist halt unglaublich wenig überliefert. Man hat von diesen Minnesängern, das, was man wahrscheinlich am ersten aufrufen kann, ist das Bild, das es von ihnen im Codex Manesse gibt, diese kleinen Miniaturen dieser Sänger. Ansonsten gibt es relativ wenig Anhaltspunkte. In der Forschung verschmelzen sie auch immer mit dem Werk. Man weiß nicht genau, was sie denn da jetzt wirklich erlebt haben und was nicht. Für mich als Schriftsteller ist es natürlich eine schöne Grundlage, weil ich mir erlauben kann, eben meine eigenen Helden daraus entstehen zu lassen, wobei ich mich über das Werk an die Figuren genähert habe. Also versucht habe herauszufinden, was für ein Mensch könnte Walter von der Vogelweide sein, wenn er diese und diese Gedichte schreibt, was für ein Mensch ist Wolfram von Eschenbach, wenn von ihm der Parzival schreibt. Und das hat sehr gut funktioniert. Und das war für mich auch eine interessante Sache. Sie hauchen ja diesen verstorbenen Dichtern richtig Leben ein. Wie erfassen Sie denn diese Charaktere? Woran machen Sie jetzt beispielsweise fest, dass der Herr von der Vogelweide so ein sensibler Mensch war? Ja, das mache ich an seinen Gedichten tatsächlich fest. Also die sind alle so ein bisschen eitel, ein bisschen gekränkt, einfach sehr, sehr, sehr kunstvoll, muss man sagen. Aber da hat sich bei mir tatsächlich schon bei der Recherche dieses Bild manifestiert, dass der Walter der und derjenige sein möchte. Das heißt, der Charakter kommt aus den Werken. Was wird man denn in 500 Jahren dann über Sie sagen? Ja, das ist interessant. Ich hoffe, ich bringe es zu einem solchen Ruhm, dass man überhaupt was über mich sagen wird in 500 Jahren. Und was wäre es dann? Das ist aber immer noch. Keine Ahnung. Begabt, bescheiden. Ja, sehr gut. Diese drei Sänger, da gibt es ja dann so einen regelrechten Sängerwettstreit. Man beschäftigt damit sich als Autor dann mit den Figuren auch sehr nah. Ihrer Meinung nach, wer wäre denn The Voice of Germany von denen? Walter von der Vogelweide tatsächlich. Also wenig überraschend, glaube ich, also, dass er der Beste von all denen war. Aber es ist halt das Interessante, dass eben jeder dieser sechs Sänger einen ganz unterschiedlichen Typus darstellt und eben auch ein ganz unterschiedliches Oeuvre mit einbringt. Ich habe mir auch erlaubt, dem Sänger Heinrich von Ofterdingen das Nibelungenlied anzudichten. Das ist ja eigentlich, diese große deutsche Dichtung ist ja eigentlich anonym. Man weiß also nicht, wer verantwortlich zeichnet. Ich habe das, wie manche Germanisten des 19. Jahrhunderts, eben Heinrich von Ofterdingen zugedacht. Und dadurch ist das eine ganze natürlich
spannend, weil ich denke, von all diesen mittelalterlichen Werken ist das Nibelungenlied wahrscheinlich noch am gegenwärtigsten. Und da kann man eben durchaus auch mitspielen. Interessante Formulierung. Sie haben einer historischen Figur etwas zugedacht oder zugeschrieben. Ja. Was würde denn ein Literaturwissenschaftler zu Ihrem Roman sagen? Historisch annähernd korrekt oder krempelt es denen die Fingernägel hoch? Also die meisten Germanisten und Medievisten finden das gut. Die freuen sich, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Die freuen sich, dass es quasi ein lebhaftes, buntes Bild dieser Figuren zeichnet, dass es vielleicht auch einlädt, sich mit diesen Figuren zu beschäftigen. Und es gibt natürlich immer ein paar, die keinen Spaß verstehen, aber die sind mir schnurz. Lernt man denn was, wenn man über diese Zeit was will? Lernt man wirklich was historisch faktizierbar oder als richtig angesehenes? Oder ich oder der Leser? Der Leser. Der Leser, der jetzt ja, Ihr Buch schon liest. Sagen, ja, würde schon sagen. Obwohl, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin keiner, der die Recherche so in den Vordergrund drängt. Ich beschreibe alles, wie es ist und sowas, aber es gibt jetzt keine seitenlangen Beschreibungen der politischen Situation oder was die Leute damals angezogen haben oder was sie nur genau gegessen haben. Das finde ich nun nicht so interessant. Interessante Frage ist aber, wo halt die Historie aufhört und das Fiktionale anfängt. Das verschwimmt ja sehr schnell. Das ist in der Tat wahr. Und es fängt schon mit dem Sängerwettstreit an, von dem man ja eben auch nicht weiß, ob es ob er wirklich so stattgefunden hat oder eben nicht. Die Meinung geht heute dahin, dass es eher ein Mythos ist, aber ich finde, das ist ein zu schöner Mythos, als dass er nicht wahr sein müsste. Die Minnesänger in Ihrem Buch haben den Anspruch zu unterhalten und zu belehren. Ist das auch, entspricht das Ihrem eigenen Anspruch, Ihrer Literatur? Ja, obwohl, ich unterhalte lieber und hoffe, dass die Leute dabei was lernen, als dass ich sie belehre, in der Hoffnung, dass sie sich dabei unterhalten. Also die Unterhaltung steht schon im Vordergrund. Spannung, historische Persönlichkeiten und sogar jede Menge Blut. Wo ist denn Ihr Roman einzuordnen? Ist es ein Mittelalter-Krimi-Thriller, historischer Roman? Was ist es? Es ist schwierig, dieses Schubladending. Also ich sehe auch schon, dass alle Leute wieder Krimi dazu sagen werden. Es ist kein Krimi. Es sterben Leute, aber es ist deswegen nicht gleich es ist kein Whodunit, nur weil da jetzt ein bisschen Blut auf dem Cover ist. Ja. Es ist natürlich ein historischer Roman, ja. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein Abenteuerroman. Sicherlich werden viele im Guten wie im Schlechten Parallelen sehen zu dem Namen der Rose, der ja auch auf einer Burg spielt, eingeschneit, wo es nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja, aber ich denke, es ist ein Buch für viele. Also es ist jetzt kein Buch für ausschließlich Krimi-Fans, kein Buch für ausschließlich Historiker oder Mittelalter-Fans. Ich denke, es ist versucht, ein breites Publikum zu erreichen. Eine Verschwörung von Daniel Killmann, Uwe Tellkamp und Julia Frank gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wäre das mal ein Stoff für einen Gegenwartsroman von Ihnen? Das wäre ganz gut, wenn ich noch eine kleine Nebenrolle selbst auch mir reinschreiben könnte. Ja. Welche wäre das in diesem Fall? Keine Ahnung, der Informant, der früh stirbt. Der Informant, der früh stirbt, okay. Es ist immer schwierig, gerade ist Ihr neues Buch erschienen. Sie haben sehr viel Erfolg damit, aber viele Leser wollen natürlich immer gleich wissen, arbeiten Sie schon an einem neuen Stoff? Ja. Woran denn? Also ich arbeite jetzt an einem Roman, der erstmals, also nach vier historischen Romanen, begebe ich mich jetzt endlich in die Gegenwart und hoffentlich wird das Werk dann im nächsten Herbst erscheinen. Kommt Daniel Killmann drin vor? Nein. Nein, okay. Vielen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Robert Löhr. Danke für die Einladung. Danke. Nach Hamlet kommt Plotz, das Erlkönig-Manöver und der Schachautomat ist Robert Löhrs viertes Buch erschienen, Der Krieg der Sänger, für Fans von unterhaltsamer Mittelalterliteratur und aber auch von Neueinsteiger ein wirklich sehr schönes Buch, erschienen bei Piper, kostet 19,99 Euro. Nimmt nur noch wenige Minuten bis um 11, dann kommen unsere Nachrichten und danach begrüße ich hier auf der Mephisto 97.6 Bühne den Autor Feridun Saimoğlu.